Ja, Glück auf, ich begrüße euch wieder zu einem neuen Aktienvideo einer Aktie aus meinem Depot. Und da haben wir jetzt die Leiter, Ladder Capital, vor der Brust, die heute Zahlen veröffentlicht haben. Ich bin da wieder engagiert, Ladder Capital. Hier unten kann man es erkennen, 780 Anteile für 9,18 Euro gekauft. Der Kurs beginnt zu steigen, 2,3%. Oh, hier Medical Properties hat auch Zahlen rausgebracht. Können nicht ganz so schlecht gewesen sein, aber dazu in einem anderen Video. Erstmal mit der Leiter hoch und dann mit Medical Properties wieder runter. Ja, wie gesagt, ich habe 780 Anteile, genau. Und der Kurs steht im Moment 8,87, so ein bisschen unter dem, was ich habe. Dividendenrendite 9,8% auf den aktuellen Kurs. Klingt doch alles ganz gut. Und der Anstieg hier ist zumindest okay. Wir schauen mal in die Zahlen hinein bei Ladder. Wir haben also, was macht Ladder? Die haben sehr viele Loans für Single und Multifamily und vor allen Dingen auch Commercial Real Estate. Also da gehen die mit Hypothekenausleihungen an den Markt. Und als Zusatz sozusagen halten die auch eigene Immobilien und haben da Mieteinnahmen. Das ist so die Besonderheit, die Ladder von anderen Hypotheken-REITs unterscheidet. Die haben also eine Mischung aus Immobilien und des Loans. Und ich hatte jetzt, das letzte Video war Rhythm. Da hatten wir also Assets im Bereich von 30 Milliarden, 38 Milliarden. Und hier sind wir jetzt im Bereich von einem Zehntel, also von knapp 4 Milliarden oder sowas, die an Assets haben. Also das ist jetzt deutlich kleiner. Bei Ladder konnte ich es nachgucken, die haben 65 Mitarbeiter. Also es ist alles so ein bisschen ja, gechillter, würde ich sagen. Ist jetzt nicht so riesig. Die Loans haben abgenommen durch Rückzahlung. Haben wir hier also einen Rückgang schon seit zwei Quartalen, drei Quartalen. Nicht unerwartet, die Zinsen steigen. Und die Unternehmen, die eben Geld aufgenommen haben, versuchen so schnell wie möglich den steigenden Zinsen zu entgehen. Deswegen haben wir hier Rücksetzer im Volumen. Die Immobilien werden abgeschrieben. Da ist nichts verkauft worden, deswegen haben wir hier so leichte Rückgänge. Cashbestand ist für das kleine Unternehmen recht groß, 800 Millionen. Wenn man zurückguckt, da sieht man eben, dass es sehr viele Rückzahlungen gegeben hat. Das Geld wird aber auch benutzt, um die Ausleihung zurückzufahren. Hier hat man noch Ausleihung 4,5 Milliarden im ersten Quartal 2022 und jetzt anderthalb Jahre später sind wir bei knapp unter 4 Milliarden. Also da sind 10% der offenen Ausleihung auch zurückgezahlt worden. Hier minus 3,2 und hier 3,9. Rückgang, also ja, es passt in etwa so zusammen. Auf jeden Fall werden die Schulden auch abgebaut. Das Eigenkapital hat sich nicht groß geändert. In etwa kann man sagen, das, was verdient wird, minus ein bisschen wird auch wieder ausgeschüttet. Das sehen wir aber gleich. Die Bilanzsumme sind 28%. Wir hatten bei Rhythm eher so bankähnliche 17%. Hier haben wir nicht so große Hebel da dran. Also und die bei den steigenden Zinsen, was ich grundsätzlich erstmal gut finde, ist natürlich hier die Stärkung sozusagen des Eigenkapitalanteils von 25 jetzt auf 28 in Richtung 30%. Man muss sich natürlich vor Augen führen, je mehr die Loans hier zurückgehen, umso mehr. Im Moment wird der Rückgang noch mit steigenden Zinsen kompensiert. Wenn es hier, ja gut, wenn es hier keine steigenden Zinsen mehr gibt, dann gibt es auch wieder mehr Loans, die auf dem Markt aufgenommen werden. Also es ist so ein bisschen hier zwei gegenläufige Effekte, die man hier hat. Die Ausfallrückstellungen sind ein bisschen angehoben worden von 6,9 auf 7,5%. Das war letztes Jahr hier überhaupt kein Thema. Und man hat jetzt hier aber angefangen, spätestens seit dem vierten Quartal 2022, hier Provision heißt es ja immer für Rohverluste sozusagen auszubauen. Ja, also im letzten Quartal Y-Q, da hatten wir 1,5, ja, das ist nur mehr als
Vervierfachung, eine Verfünffachung, also plus 400%. Das stimmt, ja. Mal selber hier meine Formeln nochmal überprüfen. So, und die eine, also das waren, genau, jetzt kommen wir aber, Entschuldigung, jetzt bin ich hier, in meine eigenen Ein- und Ausklapper haben mich hier durcheinander gebracht. Wir kommen jetzt zu den Einnahmen. Die Einnahmen teilen wir mal auf in die Zinseinnahmen, also aus den Loans. Und da sehen wir schon, hier haben wir jetzt ein Plateau erreicht. Die Zinsen sind nicht weiter gestiegen. Ja, die Summe der Loans ist ja auch hier rückläufig gewesen. Die Zinsausgaben für die Ausleihung, die man also selber hat, ja, hier gibt es auch eine Rückläufigkeit, die sind trotzdem noch um 1,6% gestiegen. Also hier gibt es eine Gegenläufigkeit und die führt dann eben dazu, dass das Saldo, Zinssaldo hier jetzt schon zwei Quartale rückläufig ist. Das ist eben nicht so schön. Hier kann in deren Geschäftsmodell offensichtlich im Moment nicht mehr genug nachgeführt werden. Dass trotzdem eben hier noch die Zinsen steigen, wenn ich also die Zinsen durch den Mittelwert von diesen beiden Werten hier teile, die ich hier eingenommen habe in dem Quartal, dann habe ich immer noch steigende Zinsen. Ja, so der ganz große Marsch, den wir hier hatten, 6, 7, 7, 9, 6, da waren immer fast 2% dazugekommen. Dann ist es ja plus 1,2, dann nur noch 0,4, jetzt 0,6 sozusagen. Also die Steigerung ist ein bisschen abgeflacht, aber die haben mit ihren Krediten immer noch steigende Einnahmen. Nur die Kreditbasis zehrt sich halt aus. Ja, über die Ausfallrückstellung haben wir schon gesprochen. Die sind auch, war im letzten Jahr am Rande hier das Thema und die sind jetzt natürlich größer. Das Thema ist jetzt größer geworden. Wenn die Zinsen steigen, muss man da auch mehr Rückstellung vernehmen. Die andere Einnahmeseite sind die Mieteinnahmen aus den Immobilien. Das waren also vor 3 Jahren noch 100 Millionen. Da hatte man noch ein bisschen mehr Immobilien. Gucken, ob ich die hier sehe. Genau. Da hatte man noch 985 Millionen. Da hat man auch was verkauft an Immobilien. Dann haben wir hier 102. Dann hatten wir 108. Es gibt auch Mietsteigerungen. Und wenn ich die drei hier hochrechne, dann bin ich aber nur noch bei 9% abziehen, bin ich nur noch bei ungefähr 100 Millionen. Warum das so ist, da habe ich auch nichts drüber gelesen, über irgendwelche Gründe. Ich meine aber, der Immobilienverkauf, wenn wir es nochmal gucken, der hat ja auch erst hier stattgefunden. Also hier im ersten Quartal, hier hat man wahrscheinlich noch mehr eingenommen und hier hat dann der Abverkauf auch stattgefunden, der Immobilien. Ja, würde ich jetzt so erklären. Also man ist dann auf diesem Niveau, genau, und hier ist ja auch nochmal ein Rückschritt von 70 Millionen. Also man hat hier ungefähr von 840 15% des Immobilienbestandes verkauft und damit sind natürlich auch die Mieteinnahmen gesunken. Hier auf 25 Millionen, ja, die haben wir jetzt hier auch wieder in etwa 25 Millionen. So, dann kommen wir zu anderen Ausgaben noch. Genau, Einnahmen aus dem Verkauf von Immobilien haben wir jetzt hier nicht. Andere Einnahmen, ja, haben sich gut entwickelt, das ist aber nicht sehr bedeutend. So, was die anderen Ausgaben, also außer den Zinsausgaben angeht, die haben sie aber ganz gut gemanagt. Da haben wir also rückläufig hier 46, 39, 37 Millionen, 37,9. Also auf jeden Fall keine Steigerung. Bei fast allen anderen Unternehmen sieht man hier doch so Steigerungen, dass man eigentlich gedacht hätte, hier 46, 48, 52 oder sowas. Und die haben das hier eigentlich ganz gut im Griff. Muss auch so sein, wir haben ja im Moment schrumpfende Volumina, stagnierende Einnahmen. Also insofern ist es hier wichtig, auch auf die Ausgaben zu gucken. Die werden wohl nicht ganz so viele Flugzeuge haben wie bei Medical Properties. Der Scherz sei mir gestattet, die werden gar keins haben. So, Gewinn hatten wir hier Negativbetrag, hier plus 56, also vor allen Dingen hier wegen Corona Bewertungskorrekturen. Dann sind wir auf 165, das war schon ein sehr gutes Ergebnis. Und das sieht ja jetzt so aus, als würden wir hier ungefähr 50 auf knapp über 100 Millionen kommen. Ja. Also hier sind... hier hat es natürlich auch Sondereffekte durch diesen Immobilienverkauf gegeben.
wenn ich die Non-Controlling Interest abziehe, ändert sich nicht viel. Dann habe ich das sogenannte Distributable Income, da sind Bewertungskorrekturen rausgerechnet. Und das ist eigentlich die Größe, wo man sagt, okay, das können wir verteilen und daraus kann man nicht die Dividende berechnen oder die Dividende danach orientieren. Und das ist zurückgegangen gegenüber Vorquartal. Das war aber auch die Erwartung der Analysten, war im Prinzip, dass 29 Cent pro Aktie rauskommt in diesem Quartal. Und sind noch die Aktien aufgeschrieben, da hat es keine nennenswerte Änderung gegeben. Auch keinen Rückkauf. Der Aktienkurs, können wir uns vielleicht aber auch noch, haben wir noch nicht drauf geguckt, glaube ich. Also hier Spitzenposition 11,70 Dollar und wir sind jetzt hier bei 9,40 Dollar, waren hier schon mal bei an die 9 Dollar rangegangen. Also wenn ich das von da nach da angucke, dann habe ich ungefähr 20%, ja, 20 bis 25% hier innerhalb von 3 Monaten einen scharfen Rücksetzer eigentlich gesehen. Hier hatte ich auch nur Renditen, die unter 8% oder bei 8% lagen. Das fand ich dann eigentlich auch ein bisschen uninteressant schon. Das war die Einjahrkurve. Wenn man hier auf 5 Jahre geht, dann sieht man, vor Corona hatte man auch so Kurse zwischen 11,50 Dollar. Das haben wir hier eben auch im Juli gesehen. Und das, was wir eben hier hatten, ist sozusagen, ja, das ist der Juli gewesen, genau. Da, das war dann auch der Höhepunkt praktisch für die ganze Zeit nach Corona. Also so viel zum Aktienkurs. Am 30.09. noch bei 10,26 Dollar ist es dann nochmal weiter runtergegangen bis knapp über die 9 Dollar. Da hätte man günstig kaufen können. Marktkapitalisierung, überspringen wir mal. Anlagewert, je Aktie, ist jetzt auch nicht so interessant. Buchwert bei 12,13 Dollar, das wäre also quasi der faire Wert, für den man bezahlen müsste, wenn man an das Anlagevermögen glaubt. Der Markt bleibt also hier regelmäßig eigentlich drunter. Hier gucke, da hat sich der faire Wert eigentlich kaum geändert. Ist ein bisschen geschrumpft, weil wir ja auch abnehmendes Assetbestand haben. Passt das auch und der Aktienkurs ist eigentlich immer drunter gewesen. Also jetzt war er mal mit Kursen um die 9 Dollar schon ziemlich weit drunter. Ja. So, der Gewinn je Aktie, das ist der Buchhaltungsgewinn, wenn man so will, der liegt bei 25 Cent. Wir hatten im letzten Quartal 23, also rein nach Buchhaltungswerten ist das ein schönes Ergebnis. Ja, es liegt immer noch unter dem Vorjahr. Wenn ich die 3 hier addiere, bin ich irgendwo nicht bei 75, sondern bei 67, irgendwo bei 66, dann komme ich vielleicht so in den Bereich der 90 Cent. Das läge eben 20% unter dem Vorjahr. Und wenn ich hier die Distributable Earnings aber angucke, die also die Bewertungskorrekturen rausgerechnet haben, dann habe ich hier, und das mal hochrechnen, kann ich am Kopf mal machen, dann bin ich so bei 1,35 ungefähr. Ne? Hier habe ich jetzt alleine schon 90, 1,2 Dollar und dann kommt nochmal 32 dazu oder so, dann bin ich so bei 1,35 in etwa. Also da habe ich eine Distributable Earnings, eine schöne Steigerung. Wie gesagt, diese 31 Cent sind 2 Cent höher als die Erwartung der als die Erwartung der Analysten. Da können wir hier nochmal gucken. Earnings Preview bei Ladder. Earning per Share estimated ist 0,29. So, und die Message danach war dann auch Non-JAP EPS, also Earning per Share ist 31. Ja, das ist die Distributable Earning, wie die das auch nennen. Also das ist schlechter als im Vorjahr und schlechter als im Vorquartal und schlechter als im Vorvorquartal. Ja. Aber das haben wir ja oben auch gesehen. Wir haben auch immer weniger Loans, aus denen wir sozusagen hier Zinsen ziehen können. Die Dividende ist unverändert. Das habe ich, also es hat hier schon mal einen Rücksetzer gegeben aufgrund des schlechten Corona-Ergebnisses. Und war man bei 20 Cent pro Quartal, dann hat man das wieder gesteigert im letzten Jahr auf 23. Aber jetzt hat es keine Ankündigung gegeben,
dass es für dieses Quartal gesteigert werden wird, sondern ich glaube, die haben die 23 schon wieder deklärt. Da kriegen wir also nächstes Quartal wieder eine 23 ausgezahlt. Meiner Meinung nach, bei diesen schrumpfenden Assets gibt es jetzt auch keinen Grund, die Dividende zu erhöhen. Dividendenrendite liegt bei diesem Kurs bei 9%, das ist auch nicht so super hoch. Und ja, wenn der Kurs jetzt eben nochmal einen Dollar runtergeht, was er auch getan hat, dann haben wir hier wieder Dividenden um die 10% rum. Und wenn ich den Quotienten berechne, ich gucke jetzt mal gerade auf diese Distributable Earnings, dann habe ich hier eine Ausschüttungsquote von 73%. Letztes Jahr hatte ich im Schnitt auch 70 und hier habe ich mehr ausgeschüttet, als ich in den Distributable Earnings stehen hatte. Das kann man ja mal machen, aber auf Dauer ist das natürlich auch nicht so gesund. Die haben in ihrem Bericht hier, da können wir auch nochmal ein bisschen reingucken, erstmal so ihre Highlights, ihre Strong Points, 31 Distributable Earnings, das heißt, die haben hier also 10% Investment Return. Wenn sie haben Zugriff auf 1,1 Milliarden Liquidität, also das, was sie haben, plus das, was sie sofort ziehen können, noch aus offenen Finanzierungen. Die Dividende ist, wenn ich die Dividende zum Distributable Earning in Relation setze, habe ich einen Faktor von 1,35. Das nennen die immer Well-Covered Dividend. Das haben sie letztes Quartal also auch schon gemacht. Und hier haben wir eben diese 23 Cent Dividende nochmal erwähnt. Und es ist eben ein diversifiziertes Commercial Real Estate Investment Portfolio. Also insgesamt 5,5 Milliarden Assets, Loans, sozusagen die Gebäude selber und Securities, da habe ich mich jetzt nicht so sehr viel mit beschäftigt. Und nur 16% hat was mit Office Loans zu tun, also der größte Teil der Loans sind nicht Office Loans. Office Loans gelten immer als, ja, ich weiß, der Office ist des Teufels, aber eine andere Besonderheit, über 10% der Aktien, also der Gründer dieses Unternehmens ist auch noch der CEO und die Direktoren und das Managementteam haben über 10% der Aktien, also den größten Teil von den 10% hat der Gründer, glaube ich. Der ist auch immer noch in leitender Funktion dabei, deswegen, das heben die natürlich hervor, gibt es sozusagen Alignment, also in den Interessen zwischen den Mitarbeitern und den Aktionären. Ja, das ist immer immer gut, wird ja auch bei intern gemanagten BDCs dann hervorgehoben, dass da die Mannschaft an Bord ist und hier ist die Mannschaft auch noch gleichzeitig selber Aktionär. Also das hier gibt es sozusagen eine Übereinstimmung der Interessen, ja, in Grenzen, würde ich mal sagen, aber immerhin. Das hat man nicht bei jedem Unternehmen. Ich denke, die Sachen, die hier stehen, die habe ich jetzt schon besprochen. Das sind auch so die Highlights. Also hier haben wir nochmal die Aufteilung dieses Securities, das, was an Cash da ist, dann habe ich hier die Commercial Real Estate Loans, davon sind 27% Office, 18% Mixed Use, dann gibt es hier noch Multifamily, das spielt auch eine große Rolle. Dann habe ich hier Net Lease Contracts, nehme ich jedenfalls mal an, dass das die Gebäude sind, die sie unter Net Lease Verträgen also vermietet haben und das sind auch im Durchschnitt 9 Jahre, das läuft also auch relativ langfristig. Sie haben auch genug Cash, um etwas zu tun, aber ich meine, der Markt hier ist im Moment nicht mehr so, dass die Nachfrage nach Krediten, also nicht mehr, da muss man sich eben schon ein bisschen Mühe geben wahrscheinlich, um die attraktiven Kredite zu bekommen sozusagen. Man hat hier auch viel Kleinkram drin, also ein großer Teil ist unter 25 oder dann ist der nächste Schritt hier, also die Mehrzahl der Kredite ist unter 50 Millionen. Also hier sind keine Kredite drin für 500 Millionen oder so, das ist hier schon ein kleiner Teil, aber der große Teil sind also wirklich auch eher kleinere Sachen. Und 85% sind auch nach Covid herausgegeben worden, 99% sind erstrangig. Das heißt, das sorgt eigentlich dafür, dass auch im Fall des Kreditausfalls des Kreditnehmers man noch Chancen hat, an sein Geld zu kommen. Und das, was finanziert wurde, ist auch nur Loan-to-Value 67%. Also man hat da nicht eine 100% Finanzierung sozusagen drin.
geografisch verteilt über USA, die haben kein internationales Geschäft. Und eben hier Office ist eine kleinere, spielt eine kleinere Rolle, aber es ist eben so wichtig, dass sie das auch nochmal auseinanderbröseln und sagen, ja, also von allen Assets machen die Office Loans nur 16% aus. Das ist immer die Angst des Markts. Office ist im Moment des Teufels. Multifamily Mixed Use ist dann oben. Oben Multifamily, unten eben ein Office drin oder ein Retail-Gebäude. Hotels haben sie auch ein bisschen, Industrieanlagen. Und Retail hier, das ist so das Geschäft von Realty Income. Dann kommen die Bilanzzahlen. Naja, hier geht es jetzt um die Aufteilung auf die verschiedenen Assets. Gucken wir uns jetzt nicht im Detail an. Ich wollte es mal, und dann stellen sie auch da, welche eigenen Immobilien die haben und was die an Operating Income, also an Miete sozusagen, ausspucken. So, ich glaube, dann kommen die Securities als nächstes. Das, genau, da bin ich jetzt auch nicht so firm drin. Und dann wird das nochmal zusammengefasst. Und es gibt auch noch einen sehr schönen Snapshot. Wer sich dafür interessiert, bitte das Ding mal runterladen von der Webseite. Da kann man also auch nochmal wirklich ins Detail gehen. Und vielleicht nochmal interessant, was die Fälligkeiten angeht der Finanzierung. Also wir haben jetzt hier 340 Millionen, die nächstes Jahr fällig werden, und 672 dann übernächstes Jahr, und dann haben wir 2026 ganz wenig. Und auch hier 2028 ganz wenig. Da wäre es also ganz gut, wenn man mal anfängt, hier Fälligkeiten so ein bisschen auszugleichen und zum Beispiel hiervon einen Teil gegen Aufschlag ins nächste Jahr zu nehmen und hiervon einen Teil, dass das ein bisschen ausgeglichener ist. Hier solche Zickzack-Sachen sind natürlich ungünstig. Dann hat man in einem Jahr große Schwierigkeiten und hat dann in einem anderen Jahr gar nichts. Da würde ich dem entsprechenden Financial Officer schon mal einen Ratschlag von hier mitgeben, aber der wird das zum Glück nicht mitkriegen. Die haben auch, jetzt muss ich aber mal kurz gucken, ob ich das noch irgendwo finde. Ja, die Detailed Finance brauchen wir jetzt nicht angucken. Die haben auch hier einen Rückkauf gemacht. Genau. Also 86% ihrer Verschuldung sozusagen besteht aus Nicht-Mark-to-Market-Finanzierung. Das meine ich aber nicht. Das meine ich nicht. Ja, hier ist das. Die haben 5,3 Millionen von Corporate Bonds zurückgekauft und haben dafür eben nur 81% des Parwertes bezahlt. Also müsst ihr euch so vorstellen, die haben die Loans begeben, ich sage jetzt mal für 5 Millionen vor 2 Jahren, und jetzt haben sie die für 4 Millionen wieder zurückgekauft. Und das hatte eben 900 Millionen Zuwachs erzeugt im Eigenkapital. Das ist natürlich sehr schön, wenn man jetzt die Liquidität hat, um alte Bonds am Markt zurückzukaufen. Denn durch die gestiegenen Zinsen sind diese Bonds ja relativ preiswert zu kriegen. Und wenn man es nicht tut, dann muss man sie am Ende ja für 1:1 wieder zurückkaufen, für 100% an dem Tag, an dem die fällig werden. Und da ist es natürlich klüger, mal ein halbes oder ein ganzes Jahr vorher schon anzufangen, die zu solchen Abschlägen dann einzusammeln. Ja, also man sieht es auch hier, die haben ein Multifamily Property für 30 Millionen via Foreclosure, also die haben sie gefändet aus dem 30 Millionen Dollar Loan und haben bestimmte 119 Millionen Rückzahlung bekommen von Balance Sheet Loans und haben einen neuen Loan hier gefundet, das heißt, es ist viel mehr zurückgekommen als neu, und hier nochmal 13 Millionen Pre-Existing Loans Commitment, also es ist viel mehr zurückgekommen, als sie neu herausgeben konnten. Das muss ja jetzt nicht heißen, dass es immer so bleibt, aber da muss man schon ein Auge drauf haben, denn je weniger Loans sie draußen haben, umso weniger Geld wird natürlich auch verdient, und wir wollen ja hier nicht in eine Situation kommen, dass die ihre Dividende kürzen müssen. Ja, das waren meine Worte hier zu Ladder Capital. Interessante Mischung aus eigenen Gebäuden und Loans. Wenn man das Balance Sheet anguckt, würde ich sagen, top gesund. Aber eben hier darauf achten, dass wir hier auch mal wieder eine Trendwende sehen. Und wenn jetzt nicht im vierten Quartal, dann muss das 2024 immer mal
eine Kurve sozusagen geben, damit hier nicht die Einkommensquelle ausdünnt. Nicht, wenn der Bauer immer weniger Land zum Bestellen hat, dann werden die Fruchterträge auch immer geringer. So, damit gehen die Grüße auch an die Landwirtschaft raus. Und ich hoffe, den einen oder anderen hat auch Ladder Capital interessiert. Und ich glaube, jetzt werde ich mir mal die Medical Properties Zahlen angucken. Bis zum nächsten Mal.